so jetzt geht's los. Wir haben den Main Event vor uns. Ich glaube, es wird ein Handshake geben. Wir haben den Main Event vor uns und das Plakat im Gate. Oh no. Ich glaube, der Darko muss dann nochmal das Plakat rausschmeißen. Entschuldigung, was hast du da gefragt? Ob es ein Handshake geben wird, aber jetzt war ich so abgelenkt vom Plakat. Ja, ja. Ich denk schon. Bade. Gestern war es doch ein hitziges Face-Off. Na, ja, intensiv, aber haben es gut verkauft. Ja. Intensiv, aber fair, ja. ASSIS startet gleich mit einem Kick. Oh, mehrere Kicks, okay. Darko versucht die Distanz zu schließen. Ja. Schöner Konter mit der rechten. Gutes Knie von ASSIS. Darko geht in den Clinch, hat den rechten Underhook. Versucht den linken, glaube ich, auch zu bekommen. Oh, schön gemacht von Darkos. Aber ASSIS. Super Takedown, ein guter Reversal vom ASSIS dann. Ja, sieht man. ASSIS hat schon deine Guillotine angesetzt. Das kann gefährlich werden. Die kann er gut. Darko steckt noch immer in der Guillotine fest, das ist wirklich eine Spezialität von Junior ASSIS. Quartosin, oh wow, no! Hebt ihn da richtig oh ab. No, das ist wirklich seine Spezialität. Zwei Siege durch Rio. Oh, gut durch rauskommen, Darko. Ja. Schön befreit von Darko, aber man merkt, das ist natürlich das Energielevel ein bisschen runtergegangen. Ja, harte erste Runde, Wahnsinn, dass er ihn da aufgekippt hat. Ist natürlich auch sehr viel Druck auf den Nacken. Schöne Rechte vom Darko, linke Kumbago durch. Ja, jetzt kriegt er schon langsam mal Gefühl für die Kicks von ASSIS. Musst du aufpassen, Knie zum Körper. Wieder sehr eng. Darko lässt meinen Kopf oben sehr gut. Schön gemacht wieder von Darko. Ja, der Takedown. Das heißt, Kontrolle behalten. Und noch einmal, das gibt ordentlich Punkte auf das Scorecards. Man sieht da, er hat sehr schön das Bein von ASSIS kontrolliert. Schön gemacht. Darko versucht weiter Pressure zu machen, lässt den ASSIS nicht aufstehen. Was interessant ist, weil ja eigentlich ASSIS sein Schwerpunkt am Boden ist. Weil das Darko ihn genau dort eigentlich jetzt gerade kontrolliert, ist schön. Für alle Darko-Fans vor allem. Er macht das auch nicht schlecht mit dem Bein hinten. Darko versucht sein linkes Bein zu lösen, dass er... Geht nicht, ja. Sehr, sehr tight. Versucht das linke Bein zu lösen, um beim Junior ASSIS seinen linken Fuß rüberzusteigen, um in die Full-Mount zu kommen. Jetzt hat er es geschafft. Oh, ASSIS versucht ihm den Rücken zu geben. Darko muss jetzt versuchen zu lösen, ein bisschen einen Platz zu machen, dass er von oben ein bisschen Ground and Pound machen kann, Punkte so zu sichern.
Er arbeitet schön sich da in Richtung vom Cage, Darko Banovic. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, gute Schläge zum Körper. Letzten 5 Sekunden des Kampfes. Boah, interessante erste Runde. Sehr enge, interessante Runde, ja. Wahnsinn. Wirklich harter Submission-Versuch mit der Guillotine am Anfang, was sehr viele Punkte bringt für Junior Assis. Ja. Dann stark aber mit den Takedowns. Also wirklich ausgeglichene, harte Runde. Junior Assis in seiner Ecke atmet sehr schwer. Darko steht noch. Ja. Schaut aus, als würde die Kondition passen. Die Ecke von Junior hat da sehr viel zu tun. Nicht wegen Blut oder so, aber da wird ordentlich gewischt und Eis hinten und vorne. Und aber er lacht noch. Ja. Ah, das ist schön. Gegnerische Ecke. Ah, sehr respektvoll. So, los geht's zur zweiten Runde. Junior macht sich dann nochmal die Hose ein bisschen enger. Könnte er brauchen, wenn Darko wieder grappeln möchte, mal am Boden. Ja. Darko, super. Interessant, dass er gleich wieder drauf geht und gleich wieder am Boden oder den Boden sucht. Darko ist noch nicht ganz auf dem Rücken. Hat einen einhändigen Rear Naked Choke mal drinnen. Sobald er die zweite Hand noch freikriegt, enger zu ziehen. Schöne Position für Darko. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Noch nicht tight genug, aber es sitzt drinnen zumindest. Der Rear Naked Choke. Ende! Wahnsinn! Sehr schön gemacht von Darko Banovic und der freut sich ja riesig. Unglaublich. Gerhard, der hat uns gleich verlassen und wieder Interview machen. Und wir schauen uns das jetzt an, wie Darko Banovic seinen Sieg feiert.
Meine Damen und Herren, willkommen zum offiziellen Ergebnis. Sieger, noch so ein bisschen Re-Make-Show für das Hero-Team Darko Sehr, sehr schöne Bilder jetzt da noch zum Abschluss von dieser Fight Card. Unglaublich schön. Die Halle bebt natürlich. Vor allem Österreich hat natürlich gewonnen. Also das ist klar, dass da sich sehr viele sehr freuen. Aber ASSIS auch super Leistung gezeigt. Ein schöner Kampf zum Abschluss hier von dieser ersten Savage Fight Veranstaltung. Darko BANOVIC macht noch ein paar Fotos und dann werden wir uns gleich das Interview mit dem Gerhard geben. Darko! Du bist vor 15 Monaten zuletzt im Cage gestanden. Wie fühlt es sich an, mit so einer Performance zurückzukommen? Hallo Wien, hallo Korneuburg, hallo Freunde, Familie. Was soll ich sagen, eineinhalb Jahre fast nicht mehr gekämpft. Ich muss sagen, es ist schon neu. Savage auch, erste Veranstaltung, cool aufgezogen. Ich muss sagen, es ist für mich sehr verwirrend. Es ist international aufgezogen. Ich bin im Hotel, obwohl ich hier in Wien zu Hause bin. Es ist ein Misch. Ich bin zu Hause, aber nicht. Richtig geil, aber die Stimmung, Leute. Danke euch. Danke meinen Sponsoren hier. Max Piercing, Natural Power, Top 10, Hero Gym. Danke für eure Unterstützung hier. Auf weitere Siege. Darko, wie ist diese Submission zustande gekommen? Kannst du uns doch schnell hinführen, wie du den Rear Naked Choke reingebracht hast? Ich glaube, weißt du, es hat sich einfach gegeben auf einmal. Patz! Ich war drin und ich habe mir gedacht, Alter, ich lass dich nicht raus, Alter. Scheiße, der Hund war hart, Alter. Diese Kicks, zwei, drei, die Knie hart, wirklich hart, die habe ich gespürt. An solchen Kicks willst du nicht eine weitere Runde drin bleiben. Ja? Ja, war richtig spannend, geile Erfahrung, wirklich. Jetzt ist es schon 4 Jahre her, dass du zuletzt in Österreich gekämpft hast. Wie gefällt dir diese Stimmung heute da? Geil, geil. Ist einfach wie im Wohnzimmer hier. Danke Wien. Danke Marian. Danke an Adin. Ihr macht das richtig geile Arbeit. Wirklich. Auf weitere Events. Danke. Danke für Savage. Dankeschön. Danke Darko BANOVIC. Gratulation. Und danke an meine Familie, meine Frau auch, die hinter mir steht und mir das Training auch ermöglicht. Dankeschön. Darko BANOVIC. Darko BANOVIC kommt jetzt da aus dem Cage raus. Familie, Freunde, alle da. Dominik Schober freut sich auch sehr. Hat sich wahrscheinlich ausgezahlt jetzt da. Darko nochmal zu pushen, nochmal in der Ecke zu stehen. Sehr viel positive, schöne Energie. Der Gerhard kommt jetzt auch gleich nochmal zu mir für die Abschlussworte. Hallo Gerhard. Hallo Silvana, darf wieder da sein. Du bist wieder da, du hast das super Interview gemacht mit Darko BANOVIC jetzt zum Schluss noch. Ja, ganz kurz noch mit Marian gesprochen, also das war wirklich der krönende Abschluss dieser Veranstaltung noch. Wahnsinn, ja. Sehr, sehr schön für alle da, Darko BANOVIC-Fans. Ah, dass er mit so einem Event irgendwie jetzt da wieder zurückkommt, wieder an Sieg einfahrt und auch noch so gegen jemanden, der vom Bodenkampf kommt, der solche Dinge, Real Naked Choke und all die Sachen eigentlich dominiert und kann. So zurückzukommen ist echt cool. Absolut. Sobald der Darko in der Position war, wo er den Rear Naked Choke reinbringen hat können, hat er da wirklich kein Erbarmen gelassen. Ja. Dein Fazit von dieser ersten Savage Fight Veranstaltung? Also ich bin wirklich der Meinung, dass Savage ganz neue Maßstäbe in Österreich setzen kann.
Also wenn das die erste Veranstaltung war und sich alles so weiterentwickelt, dann kann sich Österreich und Europa auf was gefasst machen mit dieser neuen Kampfsportveranstaltung. Das kommen sie. Wie geht's weiter? Es ist ein zweites Event bereits geplant. Es soll im Dezember sein, Anfang Dezember, was ich gehört habe. Genau, Anfang Dezember. Ich glaube, das Datum ist noch nicht hundertprozentig fix, aber es soll Anfang Dezember planmäßig stattfinden. Genau. Ja, schauen wir mal, was da dann passiert. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, dann im Dezember bei Savage 2. Für heute war's das. Wir werden jetzt noch ein paar Highlight-Videos sehen von dieser Kampfveranstaltung. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart bis zum Schluss. Und ja, Gerhard, schönen Abend. Ja, auch Silvana. Schönen Abend und danke fürs Zuschauen. Danke und auf Wiedersehen.